Dann danke vielmals und es ist mir eine große Ehre, jetzt Luc Biedermann vorzustellen. Luc Biedermann hat ja schon sehr viele solche Vorträge gehalten im Rahmen des CCS, der CCS-Webinarreihe. Er ist ein versierter Redner. Ich fühle mich jedes Mal unterhalten, wenn du redest, Luc, und ich bin gespannt auf deine Ausführungen zu Arbeitsfähigkeit und Einschränkungen bei chronisch entzündlichen Darmkrankheiten. Ja, lieber Stefan, vielen Dank für deine netten einführenden Worte, die mich wie immer, wenn du mich einführst, furchtbar unter Druck setzen. Ich werde mein Möglichstes machen, dich zu unterhalten und natürlich Sie, liebe Patientinnen und Patienten oder auch Angehörige, zu diesem nicht einfachen Thema Arbeitsfähigkeit und Einschränkungen bei IBD. Wir haben tolle Vorträge gehört von der psychologischen und der auch pädiatrischen Seite. Ich bin ja bekanntermaßen Erwachsenenmediziner und ich werde mich jetzt, wenn es um Arbeitsfähigkeit geht, logischerweise auch um Erwachsene bzw. junge Erwachsene und Adoleszente besonders kümmern. Das betrifft logischerweise die besonders, aber wir haben natürlich gehört, dass auch Jugendliche früh mit Ausbildung, Schule in diese Richtung kommen und die Frage der Leistungsfähigkeit oder der körperlichen Unversehrtheit wichtig ist. Also stürzen wir uns mal rein. Die erste Frage, die man sich stellen kann, warum sollte überhaupt das Ganze ein Problem sein? Ich möchte Ihnen diese ältere Studie kurz zeigen, wo es darum geht. Auf der linken Seite, konzentrieren Sie sich bitte darauf. Wie viele Patienten mit chronischen Erkrankungen haben das Gefühl, dass diese Erkrankung ihr Leben absolut kontrollieren würde? Und was Sie hier sehen, das finde ich sehr faszinierend. Der obere Balken UC ist die Colitis ulcerosa. Das waren also die Hälfte der Patienten, mehr als die Hälfte der Patienten und deutlich mehr als bei anderen chronischen Erkrankungen, Asthma, Migräne. Und dieses RA steht für Rheumatoide Arthritis. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn man als Betroffener das Gefühl hat, dass die Erkrankung das Leben kontrolliert, ist es ja völlig logisch, dass man dann auch eingeschränkt ist in dem, was man tut, sei das jetzt Broterwerb, also Arbeit oder Ausbildung, Studium oder einfach Dinge, die praktisch eigentlich die Kontrolle des Patienten völlig erfordern würde. Werfen wir mal noch kurz einen Blick auf die Symptome der Erkrankung. Ich langweile Sie wahrscheinlich hiermit. Das sind Symptome, die Sie alle kennen. Warum zeige ich sie Ihnen trotzdem? Ich möchte kurz drei Symptome erwähnen, die natürlich besonders die Leistungsfähigkeit und die Arbeitsfähigkeit einschränken. Das erste Symptom ist das hier, die Dringlichkeit. Wir haben es gerade schon von Gerhard Rogler in der Frage gehört. Wir Ärzte unterschätzen das, glaube ich, furchtbar, brutal sozusagen, was diese Dringlichkeit eigentlich mit Ihnen als betroffene Patienten macht. Wenn man plötzlich, man muss nicht Dachdecker oder Lastwagenfahrer sein, dass das natürlich verheerend ist, wenn man eine Dringlichkeit bis zur Inkontinenz hat, wo es um Sekunden oder wenige Minuten geht, bis man unter geordneten Bedingungen dann sein Geschäft erledigen kann. Und wenn es dann eben nicht mehr geordnet ist, kann das sehr einschränkend sein. Ein weiteres Symptom, was Ihre Leistungsfähigkeit dramatisch einschränken kann, ebenfalls durch uns Ärzte dramatisch unterschätzt, das muss ich selbstkritisch so festhalten, ist das hier. Sie kennen das wahrscheinlich auch, die Fatigue, die Abgeschlagenheit, Müdigkeit, wie immer Sie das nennen wollen. Das Ganze ist wirklich ein relevantes Problem, wenn Sie das Gefühl haben, entweder tagsüber nach etwas Arbeit oder bereits am Morgen, dass Ihr Akku komplett unten ist oder nahe der Nullanzeige, wie sollen Sie dann vernünftig arbeiten können? Und die Müdigkeit, das ist jetzt hier eine Querschnittsstudie, wo man mal gesunde, normale, das sind die Balken jeweils auf der linken Seite in blau oder in dunkelblau und braun mit, in der Mitte sehen Sie die Balken Patienten mit IBD, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa ohne Anämie und die rechten Balken jeweils grün und grau sind Patienten mit IBD mit Aktivität. Und was Sie da sehen, ist, dass
durchs Band, eben auch bei den Jungen, die Müdigkeit sehr, sehr hoch ist. Je höher, desto mehr Müdigkeit, desto mehr Einschränkung. Und bei den Älteren auf der rechten Seite, da würde man noch sagen, ja gut, da ist das alles so ein bisschen hoch erwartungsgemäß. Aber besonders dramatisch finde ich hier natürlich, dass bei unter 40-Jährigen, wie Sie sehen können, bei Patienten mit IBD die Müdigkeit sehr ausgeprägt ist. Und was man auch noch zeigen konnte, und das ist etwas, was wir Ärzte leider auch unterschätzen, das hier ist der Verlauf von Müdigkeit unter einem therapeutischen Eingriff. Diese durchgezogene Linie hier ist die Kontrollgruppe, wo man diesen Eingriff nicht gemacht hat. Und hier diese gestrichelte ist, da hat man einen therapeutischen Eingriff gemacht. Und was Sie hier sehen, die mit der Therapie bessern sich. Das ist hier wieder so ein Müdigkeitsscore, aber die Müdigkeit bleibt auch bei denen und kommt wieder zurück. Und Müdigkeit ist ein Problem, egal ob mit oder ohne Therapie. Das ist etwas, was wir ungern als Ärzte akzeptieren. Wir hätten es gerne, wenn wir sie behandeln und am besten noch erfolgreich. Die Entzündung geht zurück, dann muss doch auch die Müdigkeit zurückgehen und damit die körperliche Leistungsfähigkeit normal sein. Ich zeige Ihnen kurz hier Daten aus der Schweizer Kohorte, wo man einfach die Häufigkeit der Müdigkeit mal erfragt hat. Sie sehen, das sind wirklich knackige Zahlen. Frauen etwas mehr als Männer betroffen, aber Sie können sagen, 2/3 aller Frauen mit IBD und fast die Hälfte der Männer geben an, dass sie zu einem gewissen Grad an dieser Müdigkeit leiden. Drittes Symptom, was wir Ärzte auch unterschätzen, das sind die Schmerzen. Und die Schmerzen sind auch ein Symptom, die ganz klar die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen können, nicht nur bei körperlicher Arbeit, auch wenn Sie sich als Student konzentrieren müssen oder als in Ihrer Arbeit und unter Bauchschmerzen oder Gelenkschmerzen leiden, beim langen Sitzen vor allem. Wie wollen Sie da normal funktionieren? Auch das sind wieder Daten aus der Schweizer Kohorte. Bei dieser Gelegenheit mein herzliches Dankeschön für die Patienten, die hier seit Jahren teilnehmen. Sie sehen, diese Daten zeigen wieder, dass etwa 70% Schmerzen angeben, also sehr hohe Zahl. Sie sehen auch, dass eine relativ hohe Zahl von Patienten, etwa 20%, sagt, mehrmals täglich Schmerzen. Mehrmals pro Woche auch eine relativ hohe Zahl. Also Schmerzen ist ein Problem. Und wie soll man jetzt mit Schmerzen vernünftig arbeiten können, wäre doch die Frage. Jetzt komme ich zum Thema der Arbeitsfähigkeit im engeren Sinn, nachdem ich Ihnen nochmal zeigen wollte, dass es eigentlich keine Überraschung ist, dass man als Patient mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in der Arbeit eingeschränkt ist. Wie viele Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen können überhaupt nicht mehr arbeiten, also bekommen eine Invaliditätsversicherung? Da hat man gesehen, das sind Daten aus Norwegen. Ich will Sie hier nicht zu sehr mit den Details in den Balken langweilen, aber was Sie wissen müssen ist, das sind die grünen Balken hier auf dieser Seite. In der Normalbevölkerung, also Menschen ohne IBD, gibt es natürlich auch einige, die eine IV bekommen aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber, und jetzt kommen wir hier zu den roten Balken, Menschen mit IBD brauchen häufiger eine IV. Und was auch noch interessant ist, das ist nicht immer wegen der IBD, das sind hier diese dunkelroten Balken. Ein Teil von IBD-Patienten hat auch eine IV wegen anderen Dingen. Entscheidende Zahl für mich ist das Risiko, wenn Sie unter Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa leiden, dass Sie eine IV benötigen werden, also einen Totalausfall der Arbeit. Das wäre sozusagen das Worst-Case-Szenario für die Arbeitsfähigkeit, ist 1,8-mal erhöht, also fast doppelt so hoch. Beträchtliche Zahl. Das Ganze, das kann ich jetzt hier überspringen, Größenordnung, ganz aktuelle Daten aus Norwegen zeigt auch wieder Langzeit-Follow-up, also nach über 20 Jahren. Es bleibt bei etwa 20% aller Menschen, also jeder fünfte Patient, das sind Daten dieses Jahr am größten Kongress für chronisch entzündliche Darmerkrankungen präsentiert, jeder fünfte Patient mit IBD berichtet, dass er eine IV braucht. Jetzt
braucht es ja nicht immer gleich eine IV zum Glück. Das Problem der Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit ist ja nicht immer gleich, dass Sie überhaupt nicht mehr arbeiten können als Patient, sondern es gibt auch andere Probleme. Eine dieser anderen Probleme ist, Sie gehen zur Arbeit, aber Sie können Ihre Leistung nicht abrufen, nicht bringen. Sie haben keine Power, würde man auf Neudeutsch sagen. Und ein anderer neudeutscher Begriff nennt das dann Absenteeism oder Presenteeism. Presenteeism bedeutet einfach, Sie sind zwar da, aber das, was Sie da auf Ihrer Arbeit leisten können, entspricht überhaupt nicht dem, was Sie eigentlich leisten könnten, wenn Sie normal funktionieren würden. Und das ist erwartungsgemäß bei aktiver IBD, das ist dieser Balken hier, deutlich höher. 40% aller Menschen von Ihnen, die eine aktive Erkrankung haben und sich zur Arbeit schleppen, in Anführungsstrichen, können halt eben nicht so arbeiten, wie sie es gerne hätten. Und bei Inaktiver gibt es das eben auch. Kommen wir wieder zum Stichwort Fatigue. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Sie eben auch nicht im Vollbesitz Ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind oder nicht immer leider, wenn Sie unter einer IBD leiden und trotzdem eigentlich der Arzt und die Endoskopie und das Labor sagt, die sind bestens kontrolliert. Jetzt ist noch was Wichtiges, was Gerhard Rogler angesprochen hat mit der Kommunikation zum Arbeitgeber, Toilette und so weiter. Diese Arbeit hier vor 5 Jahren, eine riesige Fragebogenstudie, über 1000 Patienten aus Nordamerika, Kanada ist diese Studie, wurden befragt mit diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Was sind so Ihre Erfahrungen mit dem Arbeitgeber, wenn es darum geht, dass der Anpassung vornehmen soll oder wenn Sie kommunizieren als Patient, jetzt hör mal zu, Chef, ich brauche eine Toilette neben mir oder ich brauche meine Pausen oder sonst irgendwas. Und das ist noch interessant, was man hier gesehen hat. Sie sehen hier auf der einen Seite für verschiedene Eingriffsmöglichkeiten, also zum Beispiel Zugang zu einer Toilette, der einfache Zugang. Teilweise wird der nicht benötigt, teilweise wird der aber benötigt und man traut sich nicht zu fragen oder man fragt einfach nicht. Was aber selten ist, und ich glaube, das ist die Schlüsselbotschaft für Sie als Patienten, wenn man denn gefragt hat, war es eben selten bei diesen verschiedenen Eingriffsmöglichkeiten, dass es nicht da war. Und wenn man gefragt hat, war es eben oft da. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn Sie fragen, Toilettenzugang scheinen Sie oft zu bekommen. Flexibilität, dass der Chef akzeptiert, dass wenn Sie sagen, mir geht es nicht gut, dass Sie früher nach Hause gehen, dass Sie Pausen nehmen können. Erstaunlich viel Verständnis. Wenn Sie natürlich nicht fragen, dann klappt das nicht. Und das ist die Quintessenz aus dieser Studie für mich. Sie müssen fragen. Wenn Sie nicht fragen, ist die Antwort von vornherein schon ein Nein. Wir kommen nachher zu schweren Diskussionen, ab wann ist es sinnvoll, den Arbeitgeber überhaupt zu involvieren. Hier gibt es leider keine definitive Lösung. Und mir ist natürlich auch klar, dass es sehr schwierig sein kann, gerade in der Frühphase mit Ihrem Chef oder bei der Einstellung mit Ihren Einstellungsgegenüber in der Arbeitswelt gleich zu sagen, übrigens, ich habe Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Stress im Job. Das muss doch jetzt ein riesiges Problem sein bei Schweizer Patienten mit IBD, würde man glauben, nach dem, was ich jetzt erzählt habe, was ja vielleicht nicht so ganz rosig aussieht. Und da möchte ich Ihnen jetzt wieder ein bisschen Mut machen. Nochmal Daten aus der Schweizer Kohorte. Die haben eigentlich zeigen können, das ist von Philipp Schreiner aus unserem Team und anderen Mitarbeitern gemacht worden, dass der Jobstress, also das Gefühl, ich kann nicht richtig arbeiten, weil ich IBD habe und wenn ich arbeiten gehe, bin ich völlig überfordert und die Erkrankung dominiert mich, dass das relativ wenig ausgeprägt war. Ich erspare Ihnen jetzt diese komplizierten Definitionen und die genaue Auswertung, aber die Quintessenz aus dieser Studie war wirklich die, dass dieses Stresslevel in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit bei Patienten mit IBD, zumindest in der Schweiz, erfreulich gering war und erstaunlich gut. Und das ist etwas, was ich sehr als gut erachten würde. Jetzt komme ich zum
wichtigen Teil. Und ich glaube, das ist das, was Sie am meisten betrifft. Wie gehe ich jetzt mit diesem ganzen Dings um? Was soll ich machen mit meinem Arzt? Was soll ich machen mit der Arbeitswelt? Das Wichtigste ist, Sie müssen sich informieren. Wissen ist heutzutage wirklich Macht. Das zeigt Ihnen hier dieses Tattoo dieses jungen Herrn. Und es ist wirklich wichtig, das soll jetzt kein Witz sein, dass Sie sich mit dem Thema als Patient beschäftigen, weil Sie nicht davon ausgehen dürfen, dass Ihr Gegenüber, der Arzt oder die Fachpflege, dass die viel von diesem Thema verstehen. Das ist leider so. Das nenne ich jetzt hier getting the most out of your doctor. Wie bekommen Sie jetzt von Ihrem Arzt die wichtigsten Informationen oder wie bekommen Sie Ihren Arzt so weit, dass er Sie wirklich als Patient unterstützen kann? Eine Grundregel, die ich Ihnen wirklich geben möchte, ist, wenn Sie zum Arzt gehen und über das Thema Arbeitswelt oder über Forderungen diskutieren möchten, versuchen Sie nicht allzu sehr auszuschweifen. Die Gefahr ist leider groß, das haben wahrscheinlich viele von Ihnen schon bemerkt, dass Ihr Arzt ein bisschen abschaltet. Wenn er sich so konfrontiert sieht mit diesem, ich kann nicht mehr, ich bin schlapp, ich weiß nicht, wie ich arbeiten kann und ich habe da das Problem, dann ist das Gefahr, ist die Gefahr sehr groß, dass Sie Ihren Arzt hier auf der linken Seite eingezeichnet als Gesprächspartner verlieren. Und genau das darf Ihnen nicht passieren, wenn es um so etwas Wichtiges geht. Deshalb mein wirklich großer, und das ist durchaus ernst gemeinter Ratschlag an Sie, wenn Sie jetzt zum Thema Arbeitseinschränkungen mit Ihrem Arzt reden möchten, versuchen Sie vorher eine Einkaufsliste zu machen. Was genau ist eigentlich meine Arbeitsanforderung? Wo bin ich in meiner Ausbildung? Was ist mein Pensum? Wo genau sehe ich als Patient das Problem? Was möchte ich und wie kann mir der Arzt dabei helfen, das vielleicht in einem Zeugnis auszustellen oder mir einen Ratschlag zu geben? Das würde ich Ihnen wirklich dringend empfehlen. Das führt dann nämlich dazu, dass Ihr Arzt ganz happy ist, weil er Ihnen besser oder eine höhere Chance besteht, dass er Ihnen vielleicht da wirklich helfen kann. Und natürlich sind Sie dann als Patient ebenfalls besser bestellt, zumindest hoffentlich. Was Sie bitte nicht tun sollten, wenn es um dieses schwierige Thema Arbeitsfähigkeit bei IBD geht. Und das ist natürlich leichter gesagt von den Ärzten, und da gehöre ich ja bekanntlich dazu, die gesund sind und die nicht unter dieser Einschränkung leiden, versuchen Sie nicht in dieses Denkmuster abzufallen. Und da ist natürlich sowas wie eine Unterstützung besonders wichtig. Eine Art der Unterstützung war der klasse Vortrag von der psychologischen Kollegin. Das ist eine Unterstützung, die Sie brauchen können. Eine andere Art von Unterstützung ist in Ihrem Umfeld. Schauen Sie sich das so mal an. Sie sind eingeschränkt, müssen mehr auf der Couch liegen. Was ich nicht meine mit Unterstützung ist das hier, sondern eben Unterstützung im Haushalt. Das würden Sie sich wahrscheinlich als kranker oder eingeschränkter Patient in der Leistungsfähigkeit wünschen, dass Sie die Unterstützung auch in Ihrem Umfeld erfahren. Ich habe jetzt mal bewusst die Geschlechterrolle auf diesem Weg gewählt, um mir auch das Klischee gleich noch ganz zu erfüllen. Ein anderer wichtiger Teil bei der Unterstützung oder ein anderer wichtiger Teil bei Ihrer Strategie ist wirklich, ich glaube, Sie sollten dezidierte Berechnungen anstellen. Was ist mein Arbeitspensum? Wie lang werde ich noch brauchen bis zum Pensionsalter? Was ist meine Budgetvorstellung? Was sind die Finanzen? Das ist jetzt hier auch wieder so ein Cartoon und ich will das wirklich nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie versuchen, sich gut zu überlegen, was ist meine finanzielle Situation? Was ist das Wirtschaftliche an meinem Job, an meiner Zukunft, was ich benötige? Das sind so Kennwerte, die kann Ihnen Ihr Arzt nicht abnehmen. Und das ist etwas, was es sich wirklich lohnt zu überlegen. Und natürlich soll man da nicht so weit gehen, wie hier dieser Cartoon zeigt. Wie geht es jetzt am besten weiter, wenn Sie vor dieser Frage Arbeitseinschränkung stehen? Wie kann man am besten Hilfe bekommen? Und was ich erstaunlich finde, ist wirklich, es gibt natürlich sehr, sehr gute Portale in der Schweiz, wo Sie sich informieren können. Ich habe hier mal Pro Infirmis an die Wand gepinnt, Arbeitsunfähigkeit während Ihres Arbeitsverhältnisses. Die Informationen, die Sie hier bekommen, sind sehr gut. Sie können das auch direkt beim Bund abrufen. Da gibt es wirklich gute, fachkundige Informationen oder die SVA, die IV-Leistung oder die Teil-IV.
gehen Sie bitte nicht davon aus, dass Ihr Arzt, Ihr Gegenüber, darüber sehr gut Bescheid weiß. Es wäre schön, wenn er das täte, aber es ist für den Arzt wirklich schwierig, weil er ja nicht der Spezialist ist für diese Dinge. Und es hilft sehr wohl, wenn Sie sich als Patient da versuchen, auch so ein bisschen da aktiv reinzufinden. Ich glaube, das hilft auch bei der Bewältigung dieser hoffentlich vorübergehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende angekommen und hoffe, dass ich Ihnen so ein bisschen die wichtigsten Gedanken aus meiner Seite mitgeben wollte. Ich glaube, der wichtigste Gedanke ist wirklich, dass ich sehe, dass Sie als Patient bei diesem Thema sehr viel in der Hand haben. Glauben Sie bitte nicht, dass es einfach ist, diesen Weg zu finden. Es gibt hier immer die Idee, IBD gleich, ja, da braucht es IV, da braucht es 20% Pensum, da geht die Arbeit nicht, aber die schon. Das ist wirklich hochkomplex, es ist hochindividuell und der Weg wird wahrscheinlich in Ihrer Zukunft nicht so geradlinig verlaufen, sondern er wird von Mal zu Mal, von Jahr zu Jahr, von Medikation und von Ihrem Alter und Ihrem Job angepasst werden müssen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja, lieber Luc, wie angekündigt, habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Danke vielmals für diesen exzellenten Vortrag. Vielleicht als erste Frage, weil die auch so ein bisschen im Chat gestellt wurde, beziehungsweise bei F&A, ist es wichtig für Jugendliche, dass man sich möglichst früh anmeldet bei der IV? Oder wie handhabst du das? Was empfiehlst du denn deinen Patientinnen und Patienten? Ja, diese Frage ist absolut berechtigt und ich werde mit dieser Frage regelmäßig konfrontiert. Ich muss gestehen, ich bin mir nach wie vor nicht so ganz sicher, was die beste Antwort ist. Möglichst früh wäre ja, wenn man merkt, ich bin in einem akuten Schub oder bei Erstdiagnose arbeitseingeschränkt, sofort anmelden. Ich glaube, das ist definitiv zu früh, weil Gott sei Dank die Möglichkeiten sehr gut sind, auch wenn sie in einem schweren akuten Schub und bei Arbeitsunfähigkeit für ein paar Tage, wenn Sie in diesem Dilemma oder in diesem Problem stecken, ist die Chance sehr gut, dass man Sie da komplett wieder rausholen kann. Also zu Beginn nicht. Aber ich glaube, du hast schon recht oder die Frage zielt wahrscheinlich auch dahin, wenn man merkt, dass man immer wieder Schübe hat und auch dann, wenn der Arzt sagt, so, jetzt haben wir es langsam im Griff, wenn man merkt, man ist da eingeschränkt, ich glaube, dann sollte man relativ früh damit beginnen, zumindest eine Anmeldung in Erwägung zu ziehen. Und du siehst jetzt, Stefan, ich winde mich furchtbar in einer ganz klaren Antwort und das ist wirklich Absicht, weil ich glaube, man kann nicht sagen, nach 3 Monaten muss man das machen oder nach 1 Monat oder nach einem. Es ist wirklich höchst individuell und das Beste, was man machen soll, man soll sich Beratung holen und nicht vom Arzt unbedingt nur. Ich würde vorschlagen, dass sich Carsten und Ronja wieder dazuschalten, damit wir vielleicht das auch in der Gruppe diskutieren können. Gerhard, hast du gerade eine Anschlussfrage noch, vielleicht zu IV oder möchtest du noch etwas sagen? Carsten hat sich gemeldet. Ja, also ich bin ja jetzt aus Deutschland hierher gekommen und ich finde, dass die IV eine ganz gute Möglichkeit ist, auch für die Jugendlichen, weil sie unterstützt unheimlich bei der, also bei den Schwerkranken, wenn man, das muss man schon selektiv auswählen, wenn man da, aber bei der Förderung der Ausbildung, ja, dass die quasi zusätzlich Zeit bekommen und Unterstützung in ihrer Ausbildung. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass sie in einen Beruf eintreten und da Unterstützung kriegen. Deswegen haben wir da in Einzelfällen tatsächlich Kinder, die wir bei der IV, wo wir eine IV beantragt haben, wo da eine Unterstützung läuft. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass die Beratungsqualität der IV-Stellen sehr regional unterschiedlich ist. Also ich glaube, in Zürich ist sie gut. Ich wohne ja jetzt in Vellanden, bin nah an Dübendorf. Die IV-Stelle Dübendorf hat eine gewisse Bekanntheit erlangt. Da gab es viele Artikel dazu im Tagesanzeiger. Ähnliche Bekanntheit hat die IV-Stelle in Zug erlangt. Ich glaube, es ist auch gut, sich unabhängig zu erkundigen, von wem man eine gute Beratung kriegt. Es sind nicht immer nur die IV-Stellen. In Zürich ist super, oder? Die sind wirklich kompetent und die machen das gut und immer auf den Betroffenen bezogen.
Aber da gibt es eben auch andere Erfahrungen, wo dann jemand, der äußerlich keine Einschränkungen hat, ganz schnell abgefertigt wird. Und ich glaube, auch da ist es gut. Corona und Colitis Schweiz hat viel Erfahrung und es lohnt sich durchaus, CCS da zu kontaktieren und die Informationen abzufragen, die wir hier offiziell in dem Webinar vielleicht nicht geben dürfen, weil das rechtliche Konsequenzen hätte. Ich sag's mal so. Aber Zürich macht super, das muss man sagen. Ja, genau. Vielleicht darf ich auch noch eine Frage stellen. Ich meine, wir sagen immer, das Arbeitsleben ist wichtig und so weiter, IV. Aber es geht ja schon eigentlich früher los, geht ja schon in der Schule los. Oder es geht im Bereich, verstehen die Lehrer, dass man einfach eine Prüfung nicht durchsteht, manchmal ohne, dass man auf die Toilette geht. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ich meine, wir können ja schon Atteste ausstellen, dass bei Prüfungen besondere Bedingungen gelten müssen, oder? Es müsste ja dann noch weitergehen und dann irgendwie die Müdigkeit noch mit involviert werden in der Prüfungsvorbereitung. Also da gibt es ja recht viele verschiedene Dinge. An der Uni und an der ETH ist das ja so. Da kann man ja dann solche Dinge ja dann tatsächlich anbringen und man hat dann durchaus auch gewisse Vorteile beim Studium. Ja, das ist ein ganz guter Punkt, wenn ich da noch kurz was dazu sagen darf, Stefan und Gerhard. Das ist genau so, wie ihr sagt. Und ich glaube, wir alle haben schon Atteste ausgestellt für unsere Patienten. Ich glaube, auch da ist es einfacher, wenn jetzt zum Beispiel, das wäre was Wunderschönes für die CCS selbst, wenn man praktisch so eine Art fertiges Zeugnis hat, wo man als Patient auch gezielt angibt, ich glaube, das ist das Problem. Ich kann pro Tag nur so und so viele Stunden studieren und bei einer vierstündigen Prüfung muss ich auf Toilette, dass man sozusagen solche Dinge dem Arzt mitbringt, dass er das unterschreiben kann. Ich glaube, Sie werden nie einen Arzt finden, der dann sagt, stelle ich nicht aus, mache ich nicht, aber wenn Sie ihm das aus der Nase ziehen müssen und mit ihm über das reden müssen, dann verbraten Sie Ihre wertvolle Sprechstundenzeit. Und das ist, glaube ich, schade. Also da könnte man wahrscheinlich sehr unterstützend wirken, auch von Seiten der Patientenorganisation. Ja, ich würde das sehr stützen. Also diese Punkte übrigens, das fand ich auch super, was Sie vorher angesprochen haben, mit bereitet euch vor, wenn ihr ins Gespräch geht, weil das ist effektiv was ganz, ganz Wichtiges, also dass man sich auch als Patientin oder auch als Angehörige, aber auch klar macht, was möchte ich eigentlich von meinem Gegenüber. Und wenn man in einer solchen Verhandlungssituation steckt und mit einer gewissen Hilflosigkeit gegenübersteht und sagt, ich weiß nicht was, kann das die Hilflosigkeit extrem übertragen. Das heißt, man muss sich dann nie bewusst sein, dass oft dann Lehrpersonen eigentlich mit der gleichen Hilflosigkeit aus Versehen reagieren. Aber wenn man schon mit ganz konkreten Vorschlägen kommt, wie beispielsweise eben vom CCS schon vorformuliert, oder mögliche Empfehlungen, was könnte man jetzt als Lehrperson machen, wie könnte so eine Entlastung aussehen beispielsweise, dann kann das für diese Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen oder Schüler enorm dienlich sein. Und ich glaube, das ist das Gleiche für Arztpatientinnen. Genau. Dann gab es eine interessante Frage aus dem Chat. Wie viele Prozente der chronisch entzündlichen Darmkrankheit-Patienten beziehen denn eine IV? Das ist also eine ganz interessante Frage. Ich wüsste die nicht, da die Antwort. Luc, hast du irgendwie Angaben dazu gefunden? In den Schweizer Zahlen habe ich leider auch nicht gefunden. Ich kann dann nur auf die norwegischen Zahlen verweisen, die ich gezeigt hatte. So, ich glaube, jeder fünfte Patient war in Norwegen. Und das ist, denke ich, keine schlechte Schätzung. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Schweiz so ähnlich ist. Die Norweger und die Schweizer sind ja jetzt nicht so ganz grundverschieden, würde ich mal sagen, von ihrer Art und von der Infrastruktur. Und was würdest du sagen, so zu wie viel Prozent IV berentet ist man? Kannst du dazu noch so Fragen stellen? War eine etwas ähnlich gelagerte Frage vorher schon im Chat. So mit wie viel Prozent kann man da rechnen? Gibt es irgendwie so Angaben oder Ideen? Ich
da auch da denke ich, ich muss mich da wieder auf mein Individuum oder mein Individuelles stützen. Also ich sehe oft zwischen 20% und 100%. Mhm. 100 nicht so oft. Du kannst das ja wahrscheinlich in deinem Alltag auch sehen, aber es gibt die 100%. Mhm. Aber diese 20%, 30%, 40% sehe ich recht oft. Und ich meine, ich würde sagen, warum denn nicht? Wenn man merkt, man hat diese raschere Ermüdbarkeit, man ist nicht voll leistungsfähig, dann ist es doch das Beste, was man machen kann, mal mit 60%, 70% arbeiten zu gehen. Und das mit dem Zickzackweg, ich habe es angedeutet, das kann ja dann später angepasst werden. Mhm. Ich möchte nur noch ganz schnell darauf hinweisen, also auf der chronkolitis.ch Webseite können Sie auf Downloads gehen und dann auf Broschüren. Und es gibt also tatsächlich so eine Broschüre vom CCS zum Thema Sozialversicherungen und chronisch entzündliche Darmkrankheiten. Ich glaube, wenn Sie dieses Thema etwas mehr noch interessiert, dann würde ich Ihnen sehr diese Broschüre noch ans Herz legen. Von der CCS verfasst, extrem gut zusammengefasst. Was kann man erwarten an Invalidität und wie geht man da am besten vor in der Schweiz? Gut, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein, ich wollte noch bloß einen Kommentar abgeben, der sowieso unpassend ist. Aber ich gebe jetzt trotzdem ab. Ich habe mehrere Patienten, die in der Tat von diesen Sozialdetektiven heimgesucht wurden, die dann IV hatten und zum Beispiel dabei fotografiert wurden, wie sie auf dem Balkon Heimwerkertätigkeiten ausgeführt haben und dann wurde daraus geschlossen, sie können ja doch arbeiten. Das ist eines der peinlichsten Dinge, die ich je in der Wohlstandsgesellschaft gesehen habe, dass man solche Detektive auf unsere Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ansetzt. Das wollte ich jetzt einfach an der Stelle nochmal sagen. Es ist mega peinlich, dass man auf Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Sozialdetektive ansetzt. Das musste ich jetzt loswerden, sorry. Das sind leider die falschen Leute, die jetzt zuhören, oder? Es sei denn, wir haben einen Sozialdetektiv, der zufällig auch ja. Eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat. Ja, aber jeden treffen. Dann ist er nicht mehr Sozialdetektiv, oder? Ja, vielleicht. Oder 50% IV. Ich denke, es ist gerade wichtig, darf ich kurz dazu was sagen? Weil ich glaube, in der Schweiz haben wir eher oft auch ein anderes Problem, dass die Scham eines IV-Bezugs sehr hoch ist. Also das heißt, was ich erlebe, ist, dass gerade Ängste rund um IV und Scham gegenüber Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, sehr hoch ist. Und ich möchte hier auch, ich stütze das Anliegen natürlich, es ist absolut absurd und jenseits, aber auch die Angst nehmen, dass es nicht einfach Alltag, also es ist nicht Alltag, wenn Sie jetzt IV beziehen, dass Sie in eine Dauerkontrolle geraten. Also einfach, das möchte ich, da möchte ich noch ein bisschen die Angst nehmen, weil das trotzdem sehr schnell auch Ängste verursachen kann, dass man dann eben irgendwas falsch macht. Also bitte, falls ihr IV bezieht, verhaltet euch ganz normal. Also geht heimwerken und fühlt euch nicht beobachtet, weil das würde, das kann wieder Stress verursachen und kann wiederum effektiv Gesundheitsfolgen haben. Einfach das möchte ich wie noch anmerken. Gut, es sind irgendwie nicht mehr so viele Fragen im Chat. Ich glaube, es wollen auch alle vielleicht noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen dann genießen. Ja, von meiner Seite her herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir waren doch eine recht große Gruppe, unerwarteterweise. Wir hatten eigentlich mit weniger Zuhörern gerechnet. Danke, dass Sie sich zugeschaltet haben. Falls Sie das Thema interessiert, können Sie natürlich alle Referenten kontaktieren. Sie können auch uns kontaktieren, Herrn Professor Rogler und mich. Und sonst möchte ich mich, wie gesagt, auch nochmal im Namen von Bruno Giardina ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und genießt noch den Abend. Gute Nacht miteinander. Ade miteinander. Danke. Ja. Merci vielmals.